Hier sind wir im Windkanal von Mercedes-Benz in Untertürkheim und ich sollte jetzt gleich hier verschwinden, denn diese Turbine hier hat 7000 PS, wird gleich auf Windgeschwindigkeiten beschleunigen bis zu 250 km/h und da wird dann getestet, wie windschlüpfrig die S-Klasse ist. Jetzt läuft der Windkanal. Dieser Rauch hier dient dazu, dass man auch ein bisschen anschaulich machen kann, wie der Wind hier über das Auto fegt. Ja, und wir sind jetzt bei 40 km/h Windgeschwindigkeit. Das klingt danach nicht viel, aber man muss sagen, man fühlt sich hier schon fast wie in einem kleinen Sturm. Das hier ist die erste S-Klasse von 1972, der W116. Bei diesem Auto, da hat die Aerodynamik noch keine große Rolle gespielt, denn diesen Windkanal in seiner Funktion, den gab es damals noch gar nicht. Deswegen hat der keinen besonders guten CW-Wert und einen ziemlich hohen Verbrauch, denn er war einfach nicht strömungsoptimiert. Die zweite S-Klasse, der W126, der wurde dann schon richtig aerodynamisch getestet und man hat die Front etwas geändert, man hat den Heckdeckel angehoben, man hat an den Scheiben viel geändert und die Scheibenwischer sind bei diesem Auto versenkt, also sie sind quasi im Windschatten. Das sorgt für eine bessere Aerodynamik und verringert auch den Verbrauch. Die nächste S-Klasse, der W140, der hatte dann schon richtig guten CW-Wert. Hier hat man zum Beispiel darauf geachtet, dass die Scheiben außenbündig sind, also ganz wenig Angriffsfläche dem Wind bieten. Und ein ganz wichtiges Merkmal, der Unterboden. Der wurde auch komplett aerodynamisch verkleidet. Auch das wieder mehr Windschlüpfrigkeit und weniger Verbrauch. Mercedes hält sogar den Weltrekord in Sachen CW-Wert. Der neue CLA, also quasi die S-Klasse in klein, hat einen CW-Wert von 0,22. Das ist so gut wie bei keinem anderen Serienwagen.